Ja, ich nehme an, das ist so ein, anfangs auch so ein Kennenlernen von jedem, von der Fähigkeit, von jedem Charakter. Wahrscheinlich tun wir jetzt Nagis Fähigkeit kennenlernen. So dass wir dann nach und nach alle durchhaben. Meine, ist ja klar, passt ja auch. Ja, sieht schick aus, muss man schon sagen. Verlassener Tunnel, Suoban-Linie 9, nehme ich an. Central Platoon is all here. You've all heard the situation from Wataru. Apparently, there's a swarm of others in these abandoned subway lines. The extinction belt has descended to lower altitudes, and they're flowing underground from the air ducts. Sure, there's no need to explain it at this point, but we have some new blood here. So let's see what you know about the extinction belt. What's the extinction belt? Nagi. Yes, sir. It's an anomaly that's believed to be the product of the Spring of Extinction. Exactly. It accumulated near the Earth's stratosphere and has covered the whole globe. Others are born inside it and have been observed descending to the Earth's surface, so don't go near areas where the belt is thick. The others could appear anywhere. The extinction belt also has the tendency to block signals. If that happens, Wataru's telepathy will be our only means of communication. Without a communicator, my telepathy only allows me to talk to you and not the other way around. Let's hope the communicators don't go down. So that's the deal. Es wird passieren, oder? Es wird sehr wahrscheinlich passieren. Understood. This will be a joint operation between the 7th and 8th Company from the 1st Regiment and the 1st and 2nd Company from the 2nd Regiment. It's a large-scale joint operation. I want you all to refrain from going off on your own. Especially you, Kagero. What? You're really going to call me out in front of everyone? Unagi, bitte keine Sperrgebiete mehr betreten. Don't get so upset. Team 1 will be me, Nagi and Hanabi. Team 2 will be Kagero, Tsugumi and Yuito. Ja, ich kann Unsichtbarkeit spammen. We'll head to Point Alpha behind Second Company. Understood. Unsichtbarkeit spammen. Gehirnantrieb einsatzbereit. Der Gehirnantrieb ist ein Status erhöhter Konzentration, der temporär verschiedene Vorteile wie erhöhtes Angriffs-, Bewegungs- und Psychokinese-Tempo gewährt. Die Gehirnantriebsanzeige wird durch bestimmte Aktionen wie das Bezwingen von Gegnern und das Erleiden von Schaden gefüllt und aktiviert sich automatisch, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Okay, ja. Wir haben Hellsicht. This is the first time we've worked together, Tsugumi. I'm looking forward to it. Okay. Okay. Nehmen wir mal. Nein, ich wollte nicht zum Fotomodus. Nein, nein, nein. Eigentlich will ich ja nur. Hürdenkarte wurde erweitert. Was? Nein. Es gibt mehr. Grüße. Ich habe das zwar schon erwähnt, aber meine Kraft ist die Hellsicht. Lass mich einfach wissen, ob du etwas sehen musst, was du ansonsten nicht sehen kannst. Gut, gut. Nein! Gehirnantrieb ist neuer. Nein, das ist viel zu viel dann. Ja, ich bleibe erstmal dabei, hier den 6. Punkt voll zu machen und dann können wir mal weiter überlegen, wie wir weitermachen. Oh, das ist der Soundtrack, ich mag den. Ich mag den wirklich sehr. Na gut, dann. Ja, ist mir klar. Durch Leihen der Hellsichtkraft kannst du unsichtbare Gegner entdecken und bei schlechter Sicht wie Nebel klar sehen. Außerdem ist perfektes Ausweichen leichter auszuführen und ermöglicht dir einen starken Hellsichtangriff, den du direkt nach einem Waffenangriff X ausführst. Klingt schön. Okay, ja, der wird jetzt unsichtbar. Danke, ich wurde trotzdem getroffen. Hier für dich. Aua. Eigentlich will ich mal ausprobieren, was Ausweichen macht. Okay, hätte ich den Gegner besser getroffen, wäre das wahrscheinlich geiler gewesen, aber okay. Das war auch schön. Ja, hier von da kommen wir. Boah, ich erkenne ja kaum manchmal was, also. Angriff mit Spezialobjekt Zugwaggon. Du kannst einige der Zugwaggons im verlassenen Tunnel mit Psychokinese kontrollieren. Sie bewegen sich entlang der Schienen, also achte auf die Position des Gegners und führe im richtigen Moment. Okay. Das ist irgendwie lustig. Okay, also wenn ich jetzt hier den Zug benutze, heißt es Arrivederci.
Ich mag Züge, würde ich sagen. Ist da wirklich. Ich wirklich finde es. Von den Visuals her mag ich das Spiel wirklich sehr. Und die Charaktere sind auch ganz nett. Also. Nichts Besonderes. Also, das hat man alles schon mal in Anime-Spielen und so alles gesehen. Aber. Trotzdem. Schön. Bye bye. Ja, okay, ist mir klar. Wataru. Und noch einmal, weil die Animationen immer so schön sind. Freut mich, Yuito. Aua. Es kam auch so wieder hoch. Schön. Ja, ich will definitiv deine Power gerne mal benutzen. Ich muss mal kurz aufladen. Hier LT. Ferek. Kannst du bitte zerbrechen? Bitte zerbrich doch mal. Ui. Oh, endlich mal eine coole Animation. Also so große Gegner haben wahrscheinlich noch mal eine eigene Animation. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal zur Kürnkarte und aktivieren doch mal das hier. Gut. Welche Route gehen wir als nächstes? Erhöht den Schaden für Waffenangriffe. Wichtiger Waffenangriff. Perfekter Ausweich. Nutze X nach einem perfekten Ausweich, um einen Waffenangriff auszuführen. Könnte man auch mal machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier ein bisschen... Hier können wir den EP-Bonus erhöhen. Hier können wir bis zu 4 Sachen gleichzeitig machen. Ich glaube, auf die Route zu gehen, ist erstmal gar nicht schlecht. Ein Doppelsprung. Ui. Ich glaube, ich gehe doch zuerst hier hin. Auf die Route erstmal. Weil ich will doch ein bisschen coolere Moves haben. Ah, ich bin voll geheilt. Nice first strike. Die waren schnell tot. Stillgelegt, ach, das ist ein neues Gebiet, okay. Dö. Ich glaube, den Dungeon mache ich wahrscheinlich noch und dann mache ich mal eine Pause. Ich habe eine Hörnachricht. Warte. Ah, Seto. Ich bin mir sicher, dass du über die Organisation der AAS in der Ausbildungsschule gelernt hast, aber erlaube mir, es auszuführen. Die AAS ist in 2 Regimenter unterteilt. An der Spitze des 1. Regiments steht Major General Fubuki. Der Anführer des 2. Regiments, zu dem wir gehören, ist Major General Karen. Es gibt zahlreiche Kompanien innerhalb jedes Regiments und jede Kompanie hat mehrere Platoons. Wir gehören zur 1. Kompanie. Falls du Fragen hast, stelle sie ruhig. Das wäre erstmal alles. Ja. Okay. Ja. Ja. Ich bin ja da, okay. Ich habe nur keine Energie mehr. Deswegen muss ich mal kurz aufladen. Los, würde ich sagen. Das hat nicht so ganz geklappt, muss ich sagen, aber... abfangen. Cool. Ja, das ist wahrscheinlich das, was ich die ganze Zeit bei Kasane hätte machen müssen, aber hat nicht so gut funktioniert. Beziehungsweise Kasane hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Okay, es freut mich, dass du sprichst. Oder so. Ja, hier sind natürlich auch Gegner. Ich mache mal Unsichtbarkeit.
Ah, ich nehme doch lieber das. Also in letzter Zeit wird dieses Ding, also dieser Balken gespammt. Now die! Ach so. Ach, das ist der Modus. Ah. Durch das Aktivieren von Gehirnantrieb werden viele zusätzliche Effekte wie erhöhtes Angriffstempo und so alles erhöht, ja. Ja, noch aktiviert. Außerhalb des Kampfes entlädt sich die Gehirnantriebsanzeige langsamer. Also im Kampf ist es schneller weg als außerhalb des Kampfes, okay. Also wir sind jetzt viel stärker, geiler und was weiß ich. Ich bin bereit. Hier, nehm das. Ich sehe halt nur weniger jetzt in dem Modus. Ist noch ein Gegner da anscheinend? Ich sehe ihn nur nicht. Ach so, weil das so ein Gegner ist. Ja, ich bin dran. Verreck! Oh, immer nur am Ausweichen dieses Vieh. Kannst du bitte mal sterben? Ich glaube, dann spamme ich mal Unsichtbarkeit. Bitte. Verreck. Also irgendwie wird das nichts. Ich glaube, der will nicht sterben. Habe ich noch irgendwas mit LT? Nee. Okay. Muss ich warten, bis seine Ausrüstung endlich mal kaputt geht. Ich warte ja. Kagero, du musst mir nicht... ach komm, warum denn? Du sagst, du musst aufpassen und dann... Wie ist das eigentlich? Kann ich eigentlich Teammitglieder heilen, oder? Wurde das erklärt? Mal? Ich weiß es nicht. So, abwarten. Und... Bam. Ja, mittlerweile nicht mehr. Kann das Ding jetzt mal bitte mal die Ausrüstung verlieren? Das wäre sehr schön. Kannst jetzt sterben. Ja, und jetzt komm, beenden wir es. Lang genug gebraucht, muss ich sagen. Und alles nur für dieses Item hier. Grüner Vorhang, frische Grünpflanzen. Ist das ein Ausrüstungsgegen? Also so ein... für das Haus oder... Kostüm ist es ja hundertprozentig nicht. Sehr wahrscheinlich nicht, oder? Okay, man kann ja so... Wirbel Visions machen. Ja, also ich nehme ihn definitiv ernst. Und das ist ja... Ja, Tales of Arise. Spiders Tales of Arise anscheinend, okay. Nein, danke, das sieht nicht sehr schön aus, muss ich sagen. Ach, da war es mit LT, da hätte ich ein bisschen weggehen müssen, okay. Ja, das sagst du jedes Mal, wenn ich irgendwas einsammle. Ich weiß, irgendwie so rare kann das gar nicht sein. Ja, also die Animation sieht man wirklich sehr oft, muss man sagen. Ja, man ist richtig impressive, das habe ich noch nie gemacht. Also, das könntet ihr alle auch. Ihr müsst es nur wollen. Das ist leider wahr. Ach so. Wenn ich sie nicht sehen kann, weiß Yuito auch wirklich nicht, wo ich angreifen soll. Okay. Also ich
Psychokinese einsetze. Ja, warte. Hier. Ich probiere gerade was LT. Hier, LT. Schon wieder dieser Balken. Ich habe leider immer noch volle Leben. Aber wie ich andere heile, ist doch nicht klar, oder? Also... Nee. Hm. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich guck mal nach, was ich hier kaufen kann. Ich habe noch ein paar. Oder... Ja, anscheinend habe ich noch ein paar von denen. Ich glaube, dann gebe ich es denen mal. Zum Glück habe ich nicht genug Geld, um mir irgendwelche Hasenohren zu kaufen. Obwohl, ich kann Sachen verkaufen. Ja, es tut mir leid, ich muss euer Gespräch unterbrechen. Wenn ich hier verkaufe, ich habe hier so ein paar Sachen. Also wenn ich das verkaufe, ich kann das verkaufen, oder? Ich nehme es mal an. Ich glaube, ich kann das verkaufen. Und dann kaufe ich mir jetzt halt leider Hasenohren. Ich möchte die Ausrüstung wechseln und Kagero. Ich möchte ihn glücklich machen. Ich möchte ihn sehr glücklich machen damit. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie heißt sie nochmal? Entschuldigung, Tsugumi. Entschuldigung, Tsugumi. Ich will dich ja nicht gar nicht unterbrechen, aber zwar ist jetzt sehr wichtig. Ich muss hier noch nämlich noch ein bisschen an der Ausrüstung für... Oh, ich komme noch ein bisschen durcheinander. Ein bisschen was für dich machen. Wie wäre es mit mehr Gesundheit? Nee, komm, ich gebe dir das hier. Zu die Verteidigung. Ich möchte mal gucken. Bin dran. Es passiert so viel und gleichzeitig passiert so wenig, wenn ich Knöpfe drücke. Also je mehr ich Hirnzerschmettern benutze, desto mehr Erfahrungspunkte bekomme ich. So habe ich das rechts gesehen, dachte ich. Ich bin unsichtbar. Könnt ihr noch da bleiben, bitte? Ja, geht zurück. Und weicht dem Zug nicht aus. Dankeschön. Das sah sehr gut aus. Das, wie das da oben geschwebt ist und so. Das sah sehr, sehr schön aus. Schon wieder? Also ich jetzt hier rechts gehe, ist da... Ach nö. Ich weiß es nicht. Aua. Verreck! Ich mag die Gegner nicht, die eine Ausrüstung haben. Die sind ein bisschen... Ich finde die sehr hart. Boah, dieser Angriff. Also dieser Angriff... Den Angriff finde ich wirklich schrecklich. Ja, die ganze Zeit schon. Oh, scheiße. Ist hier denn nichts, wo ich LT benutzen könnte? Oh nein. Ich glaube, wir sind alle in Trouble bei dem Gegner hier. Ich möchte eigentlich Kagero noch mehr ausnutzen. Lass mich mal bitte in Ruhe. Danke. Ich glaube, ich heile mich mal.
Ich glaube, sowas musste ich auch mal öfter mal machen. Ich glaube, das ist auch sehr gut. Ja, endlich. 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 Vernichte. Boah, das ist perfekt. Endlich kann ich diesen Gegner mal zerstören. Ja, ist mir egal. Wer von euch stirbt? Ach, du stirbst. Gut. Ja, gut. Ich frage mich, kann ich wirklich nicht heilen? Oder wenn ich jetzt hier auf leichte Gelee gehe, kann ich es nicht benutzen. Okay. Dann habe ich keine Ahnung, wie ich die anderen heilen kann, aber... Warte, war da nicht ein Item, was ich mitnehmen kann? Oder was war dieser Weg hier überhaupt? Leichte Gelee. Ich fühle mich sehr beeindruckt. Ich wünschte, ich könnte lesen, was da gesagt wird. Ich habe gerade wirklich nicht die Zeit dafür. Ich finde schön, wie die alle sterben. Ja, ich bin definitiv gerade dran, dem zu geben, was sie brauchen oder was sie bekommen sollten. Ich wurde getroffen. Es passiert zu viel. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Wurde ich aber. Hat sehr gut geklappt. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist passiert. Also, aktuell sind die Gegner ein bisschen immer stärker als ich. Ich vergesse immer wieder, dass ich X drücken muss bei diesem Screen. Nein, ich will nicht unsichtbar sein. Ich will nicht unsichtbar sein. Puh. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber es ist was passiert. Könnte man so sagen. Gut, nächster Speicherpunkt. Und ein Zug. Was bis jetzt auch langsam ein Boss kommen, oder? Das sagst du jedes Mal, Yuito. Ich krieg die Krise. This is pretty rare. This is pretty rare. Nein, ist es nicht. Sonst würdest du es ja nicht andauernd sagen. Oder du hast einfach viel Glück in deinem Leben. Someone's coming this way. Captain Seto. Naomi, we got a request for reinforcements from Haruka. What happened? Others have descended on Point Alpha. The additional units scheduled to arrive were nowhere to be seen, so Acting Commander Gemma ordered me to request reinforcements from Seto Platoon. Three others attacking from 12 o'clock. Achso, das ist ihre Fähigkeit. The enemy will flank us with hypervelocity and attack from behind. What? What do you mean? My power is precognition. It's true. Captain, the others are gathering at Point Alpha, and three are closing in on Seto Platoon's current position. Wow. Naomi, connect to SAS with me. Team, it's time to clean up these others. Take them down while we make our way to Point Alpha. Understood. Also Naomis Fähigkeit gefällt mir. Finde ich auch cool. Sie ist einfach Schurk. Can you choose when to look? Wäre ja auch zu OP, sind wir ehrlich. Oh Gott, wir haben es gerade mit so vielen nervigen Gegnern zu tun. Ich hasse es. Das ist leider wahr. Aua. Ich sehe nichts mehr. Es sind mir zu viele Gegner auf einmal. Ich gebe mein Bestes. Verreckt! Ja, also ich glaube, das Einzige, was mich an dem Spiel ein bisschen stört, ist, dass ich die Texte nicht nachverfolgen kann. Weil ich so sehr mit dem Kämpfen beschäftigt bin. Aua. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, ich bin bereit. Und... Und? Ich hoffe, das reicht, um die Rüstung ein bisschen zu brechen. Anscheinend. Oh, das sieht gut aus, oder?
Ja, komm, jetzt aber einmal ausweichen. Verreck, endlich. Komm, ich mache einmal ein Aufladen. Und jetzt sehen wir doch mal die coole Animation. Die sieht sehr cool aus. Gegner? Nö, oder? Aber Item. Ich möchte mein verstecktes Item, was hier absolut sehr gut versteckt ist, mitnehmen. Bahnhof Osukuni stand da gerade. Und Speicherpunkt. Es wird jetzt ein Boss kommen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja, ich habe gelesen, ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt im Let's Play, dass eine Route anscheinend so 30 Stunden geht. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich die andere Route auch noch mache oder ob Teddy das macht. Weil Teddy wollte das Spiel auch noch Let's Playen, das habe ich ihm mal geschenkt. Oder? Oder nee, ich glaube, das hat sie sich selbst gekauft, aber ich habe ja Taste of Arise gekauft. Oh nein. Get those communicators back up. Is there anyone else? Point Alpha. Ja, Überlebende, cool. Captain, the ceiling is starting to crack. Damn it. Evasive maneuvers. Kyoko Platoon, disperse. They're coming from above. Captain Seto. Also fast jeder stirbt ohne Yuito, also. You saved me. Is everyone all right? Gemma Garrison and Sugumi Nazar reporting in. There are two more nearby. Yuito, you alive? Nagi, where are you right now? Next to the rubble. I'm with Naomi. Let me reboot the GPS. Das klingt schön. Others are attacking from all around us. Nagi is... Naomi! This is bad. There are too many others. We have to hurry. Also, Kasane ist jetzt sehr pisst, deswegen müssen wir uns schnell beeilen. Oh nein. Nein. Ja, ich weine auch, wenn ich die sehe. Once I kill it, you handle things over there. Fine. Sugumi. Understood. Wo ist Kagero? Ich brauche Unsichtbarkeit. Okay, dann halt nicht. I hope Kasane is okay. I think Hanabi is with Captain Seto. I'm worried about what happened to Kagero. Oh nein. Oh, ich hasse diesen Angriff. You're right. Let's take care of these guys first. So, weg mit dir bitte. Ah nein, der falsche Knopf. Hier. Hier. Das war sehr gut. Cool. Hey, der ist fast tot. Das gefällt mir. Er hat zwar immer noch seine blöde Rüstung, aber... Ja, die ist auch weg. Verreck. Oh, endlich. Ja gut, dann ist der Rest kein Problem mehr. Also die sind ja wirklich sehr leicht.